Ah. Gut, ich gehe wieder hoch, ja? Kommst du nachher? Ja, gut, gut, gut. So, dann gehen wir wieder dahin, wo ihr euch so erschreckt habt. Lächerlich. Da war gar nichts, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, die Tapete sieht aus wie so Renaissance, französisch. Aber der Kühlschrank hier, das ist doch eindeutig ein Kelvinator. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hänge etwas fest. Ach, wegen des Stuhls. So, entschuldigen Sie, Sie haben geklopfelt. Ich komme auch andersrum, ja? Ich komme hier lang. Das ist schon ein starkes Geräusch. Schaut an, das ist doch ein aktueller Strichcode. Das ist nichts Altes. Hier will mir doch jemand einen Streich spielen. Steht da? Ich kann es nicht lesen. Ruski? Ruski da? Ruski niet. Hallo, entschuldigen Sie, ich guck schon weg. Ich will spielen. Also hier geht gar nichts. Ich kann hier mit keinem Objekt interagieren. Wir haben Gegenstände aus verschiedensten Epochen. Und wir haben vor allen Dingen mit jedem neuen Gang. Geht nicht auf. Mit jedem neuen Gang einen komplett neuen Stil des Spiels. So, wo sind wir hier? Auf der Burgmauer. Jetzt wird es spannend. Und damit herzlich willkommen zum dritten Teil von Starry. Ich bin Jagger, ich spiele und ihr abonniert. Und wir werden mal sehen, ob das Spiel jetzt noch was Spannendes zu bieten hat. Hut ab schon mal dafür, dass ihr noch dran geblieben seid und immer noch hier zuschaut. Ich will jetzt nicht sagen, das Spiel wäre langweilig, aber so richtig passiert halt nichts. Ich habe sogar Angst, hier drüber zu springen. Und wir sagen natürlich trotzdem. Nee, weil ich ein bisschen Angst habe, das Spiel zu verlassen, beziehungsweise das Spiel fällt. Links war falsch. Mist. So, also doch rechts lang. Hier haben wir eine kleine Kirche. Es könnte so eine Art Grab sein. Es regnet. Sehr gut. Wie immer werden wir uns natürlich umschauen. Ein Grab, dann ist hier noch ein Grab, dann haben wir ein Grab neben einem Grab und hier einen Farn. Ich korrigiere, drei Farne, oder? Das sind doch mal drei etwa. So, noch ein paar Gräber und diese herrliche Blume. Ja, Kreuze. Blume. Stele? Ist das Stele? Ah, das heißt bestimmt Stele. Und ein Stein. Also im Grunde genommen habt ihr schon gemerkt, hier ist noch ein Kreuz. Hier ist quasi ein evangelisches Kreuz. Während das da drüben ja die katholischen waren, ganz klar zu erkennen. Und ihr könnt die Augen zumachen und ihr könnt einschlafen. Ihr fühlt euch ganz leicht. Und hier ist ein Kreuz. Und ich beschreibe euch, was ich sehe. Eine Laterne. Eine Laterne? Ist jetzt auch okay, passt hier nur nicht ganz so rein. Aber egal, wir haben gerade schon festgestellt, dass sich hier alles ein bisschen vermischt. Gut, ein umgekipptes Kreuz war da noch am Ende. Ihr könnt weiter die Augen geschlossen halten. Entspannt euch, lehnt euch zurück. Außer ihr schaut mein Video beim Autofahren. Dann öffnet bitte schnell wieder die Augen. Hier brennt ein Baumstumpf.
Also, brennen ist es jetzt nicht so ganz. Es ist eher ein Glimmen. Und man merkt auch, dass die Stimme des Erzählers sich verändert. Auch dann, wenn ihr eine rote Säule findet. Wurde hier die Textur vergessen? Nee, das ist Absicht, oder? Blut, rote Säule. Lass die Augen weiter zu, es war nicht spannend genug. Öffne nun die Tür dieser Krypta mit dem Buchstaben F. Und da kommt ein Ladescreen. In diesem Ladescreen sehen wir zwei enge, ein paar Ach nein, das ist gar kein Buch. Wir sind nun in der Krypta. Wir sehen zwei enge. Zwei Engelritter. Mal eine richtige Rüstung an. Hallo? Ich kann nun diesen Sarg benutzen, was ich natürlich euch zuliebe auch tun werde. Der Sargdeckel wird zugeschoben und das Spiel ist zu Ende. Wow, super. Schönes Spiel oder eben nicht schön. Ich habe aufgrund der Steam, wie heißt das? Kommentare, aufgrund der Steam-Kommentare, das Gefühl, die Hälfte des Spiels nicht gesehen zu haben. Das passiert auch jemand anderem. Spielzeit waren jetzt 35 Minuten etwa. It's end. The end, it's end. Kann man nichts machen.